Recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Dead Space hier auf Trend 17 TV, euer T. Wie immer für euch am Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ja, in dieser Folge teste ich ein neues Headset und zwar das Beyerdynamic MMX, die 150er Serie. Da ich mit dem Mikrofon von dem Logitech Pro X, was ich bisher benutzt habe, noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin, würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, wie euch das Ganze gefällt und das Ganze mit einem Daumen hier unterstützt. Dann ja, starten wir jetzt auch mit der Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und mir natürlich auch. Hier wird es spannend jetzt. So. Sehen, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Da müssen wir lang. Gut, okay. Als erstes muss ich sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, dass man sich beim Sprechen selber nicht so gut hört, weil das ein geschlossenes Headset ist. Das Logitech, das war zwar auch ein ohrumschließendes, das war aber nicht so dicht. Da ich da auch diese Ohrpolster, die Stoffohrpolster benutzt habe. Aua, ich denke mal. Was ist das denn für ein Vieh? Okay. Okay. Da ist ein Store. Eine Bank wäre mal wieder ganz gut. Oh, ich bin so gespannt, wie die Aufnahme hier dann zum Schluss sein wird, vom Sound her. Weil ich finde, die Videoqualität bei mir ist inzwischen extrem gut, dadurch, dass ich das direkt hochlade auf YouTube hier in 4K. Und da muss natürlich auch der Ton top sein. So, okay. Wow, 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 wow. Was ist nur los? Okay, ist ja noch alles gut. Okay, ich mach mal hier ruhig gleich einen schnellen Speicherpunkt. Unten. Oh, da ist der Captain. Scheiße, hast du mich erschossen? Nein, nein, behalte das Gewehr in Reichweite. Was ist das? Der, der mich angegriffen hat. Ich konnte ihn hier einsperren. Sein Gesicht. Bilde ich mir das ein? Das ist Chen. Du kannst ihm nicht helfen, Hammond. Ja. Ich sollte. Was soll's? Antriebskapsel 47 gestartet. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Und Johnson auch. Wenigstens wurde sie nicht zum Monster. Wir kriegen das hin, Hammond. Für Sie. Ja. Na los. Die AAS-Kanonen. Ich kann diese Position eine Weile halten. Wir werden keinen Asteroiden mehr einschlagen.
So, jetzt? Hier, die Stromzufuhr zum AAS ist defekt. Die Verwaltungssysteme sind nicht ausgelastet. Wir können den Strom von dort umleiten. Ich müsste die Verteilerkästen neu verkabeln, aber wir hätten die Kanonen zurück. Gut. Isaac, was Daniels gesagt hat. Ich weiß nichts über illegalen Abbau oder den Marker. Ich bin hier nur auf Reparaturmission. Tja, Hammond, ich kenne weder dich noch Daniels gut genug. Aber die CC wusste von dem Marker. Das Unternehmen vielleicht. Aber sowas ist jenseits meiner Gehaltsklasse. Wir kümmern uns später darum. Du musst erst zu den Verteilerkästen. Im Sicherheitsraum schaltest du die Aufzüge im Atrium ein. Dann hast du Zugriff. Ich habe eine Schlüsselkarte der CC gefunden. Ich erweitere deine Freigabe. Ja, und was machst du? Hast du schon erweitert? Ja, für alle Fälle. Und Isaac. Ich habe da oben was gehört. Etwas Großes. Pass auf dich auf. Na super, dass du wieder alles schön hier sicher von hier aus machst und ich muss wieder die ganze Arbeit machen hier. Okay. Spitzenmäßig. Sicherheitsfreigabe 2 ist aktiviert. Da ist auch noch was. Textlog. Denk dran, du musst die Aufzüge von der Sicherheitsabteilung aus reaktivieren. Die Aufzüge von der Sicherheitsabteilung. Finde den Rick von Kommunikationsoffizier Supervisor Bronson. Dieser Rig-Code gewährt dem Empfänger Warren Eckhart bis zum Widerruf durch Captain B. Matthias den leitenden Zugriff an Bord der USG Shimura. Was erzählst du da? Okay, soll ich jetzt noch? Okay. Aktivieren. Ich bereite mich vor. Da ist noch eine Speicherstation, nehmen wir noch mal eben mit. Ach du Scheiße! Scheiße, wie kriege ich den denn down? Oh, ist er weg? Hä? Cool. Nice. Muss ich jetzt lang? Da. Was das ist wie ein Riesenvieh. Da ist ein Knoten. Fast übersehen.
haben wir hier? Steuerung. Atriumaufzüge sind jetzt online. Das ist eine Bank. Gucken, ob da noch ein Knoten ist. Moment. Bevor wir hier aktiv werden. Dann lacht auch noch was. Wurde aufgezeichnet, Doktor. Das ist Meuterei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen? Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verräterischen Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh mein Gott, er ist... Sie... Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht, wenn mich die anderen von der Kirche erwischen. Halt! Security! So. Ein Knoten. Ja, macht den Bock hier jetzt auch nicht so besonders fett. Was machen wir denn hier? SCE. Luft. Ist alles gut, ne? Das ist Gesundheit. Ja, Gesundheit klappt eigentlich ganz gut bei uns, ne? Luft. Gehen wir erstmal diesen Weg hier, ne? Genau. Ich bin eigentlich mit allen anderen Sachen super zufrieden. Da, was ist hier? Bestätigt. Super klingen. Noch irgendwas hier? Nee. Scheiße, wo ist ich denn jetzt hin? Hier wahrscheinlich, wa? Ja, mach mal ruhig. Wer weiß, was da gleich im Vieh kommt. Welcome to Mining Administration. Ach du Shit.
Oh, das war's mit der Muni. Das ist die. Ja, nur der hier dann sein, oder? Ja. Ich habe ein Update. Energie aus dem Netz der Abbauverwaltung umgeleitet. Das ist eins. Wir brauchen mehr Energie. Ein paar mehr Systeme sollten reichen. Hat hier die Energie auf der Abbau. Dritte Etage. Hä? Was war das? Hier können wir erstmal kurz abspeichern. Sauber. Oh. Da muss ich jetzt auch mal eben gucken. Oh, okay. Wo? Ich sehe nichts. Kein Vieh. Da. Aber gefährlich hier, wa? Noch ein Vieh.
Okay. Da liegt auch noch was. Okay. Sauber. Hier sind auf jeden Fall noch Türen. Hä? Shit! Wie soll ich das denn machen? Und wahrscheinlich erst den Strom ausschalten, ne? So, ja gut, das gucken wir uns aber nochmal eben an jetzt. Ah, Stase vielleicht, ne? Da war doch irgendwo ein Stasevogel. War das nicht so? Oh. Ah, ah. Okay. Okay, ich sehe eine Energieumleitung von den elektrischen Systemen. Achte auf die Ausgänge. Das Netz ist nicht stabil. Das sind zwei. Noch ein System. Dann haben wir genug Energie für das AAS. Alright, alright. Da ist noch ein Credit. Oh, da sind noch Kisten. Oh, 400 Credits. Das war richtig. Bin ich ja wirklich zufällig mal richtig gelaufen. Zum Infizieren. Das organische Zeug an den Wänden ist auch totes Gewebe. Die Besatzung dachte, es wäre ein Habitatwandler. Isaac, ich werde ein paar Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich aus. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Lasst bitte auch noch wegen des Mic-Sounds einen kleinen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Abonniert den Kanal. Ciao, ciao.